Hey, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach Items bauen könnt. Wir haben hier jetzt den Comment-Item. Damit kriegen wir jetzt halt diese zwei Items ins Inventar, oder vielmehr, ja, dieses Doppel-Item ins Inventar, mit einem Custom-Display-Name, mit einem Enchantment, und das können wir ganz einfach am Ende über eine ganz einfache Methode über unseren Item-Builder basteln. Und wie ihr so einen Item-Builder schreibt, seht ihr nach dem Intro. So, nun wollen wir das Ganze im Code umsetzen. Dazu müssen wir uns als erstes einmal ein neues Paket erstellen oder ein neues Package, wo wir das Ganze reinschmeißen, nämlich de.jedophoenix18 18.tutorial und dann Items. So, da reinpacken wir unsere neue Klasse, die wir erstellen, ItemBuilder. Und diese Klasse wird am Ende sozusagen ja unser ItemBuilder sein, die wir dann nutzen können. Um diesen zu erstellen, müssen wir uns einmal zwei private, ja, Objekte erstellen, nämlich einmal private item stack item und private item meta item. So, die beiden können wir einmal hier importieren, einmal aus org bucket. Ach, warum meine ich nicht, das ist ein Item, es muss Meta sein, Item Meta Meta, so. Und Item Meta auch aus org bucket inventory Meta, Item Meta. So, nun erstellen wir uns halt einmal den Constructor, nämlich public Item Builder, dann übergeben wir Material. So, müssen wir einmal Material importieren, das ist aus org bucket. Und dann müssen wir halt einfach nichts anderes machen, außer this.item ist gleich new item stack, Klammern Material, Klammern Material, so. Und dann machen wir this.meta ist gleich this.item.getItemMeta. So, ich erkläre euch auch noch gleich, warum das Meta gesondert bei uns gespeichert wird. Das hat nämlich einen speziellen Grund. So, nun müssen wir halt das Ganze in unsere Methoden schreiben. Ich mache jetzt einfach mal drei Testmethoden, nämlich einmal setAmount, setDisplayName und dann noch die Methode addEnchantment. Ich fange mit addEnchantment an. Das ist einmal in diesem Fall public addEnchantment. Dann haben wir Enchantment. Und int level. So. Ups. Jetzt bin ich an mein Mikrofon gekommen. Ich hoffe, das geht so. So, jetzt müssen wir halt nicht. Jetzt müssen wir aber noch den Return-Type setzen. Den habe ich ganz vergessen. Das ist nämlich Item-Builder. Jetzt erklärt sich schon von selbst. Wir nutzen unsere eigene Klasse, die wir zurückgeben. Jetzt müssen wir halt Enchantment einmal importieren. Und jetzt machen wir halt Folgendes. Jetzt machen wir in diesem Fall Item. addEnchantment, und jetzt möchte er das Enchantment haben, das ist in diesem Fall Enchantment. Unser Enchantment, was wir gegeben haben, und Level ist Level. Jetzt müssen wir noch einmal unseren Itembuilder zurückgeben, das ist Return This. Damit geben wir unseren eigenen Itembuilder zurück. Und damit haben wir jetzt die Add-Enchantment-Methode. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal für Amount, in diesem Fall public Itembuilder setAmount int Amount. Hier müssen wir dann einfach nur machen this.item.setAmount und dann in diesem Fall Amount und return dann am Ende this, return of this. So, wir müssen unsere Item-Builder immer wieder selbst zurückgeben, das hat nämlich einen Grund. Der Item-Builder ist in diesem Fall dazu da, dass wenn wir sozusagen nochmal eine weitere Methode auf unser Item machen wollen, müssen wir natürlich unseren Item-Builder weitergeben. Das heißt, er wird über jede Methode, die wir aufrufen, weitergeben. Ihr seht auch gleich, warum. Deswegen muss er immer wieder zurückgegeben werden, damit man damit weiterarbeiten kann. Und wir return halt this und nicht new item builder aus dem Grund, weil wir immer sozusagen den aktuellen item builder mit den aktuellen Variablen, wie wir ihn gesetzt haben, weitergeben möchten. So, jetzt kommt nochmal der letzte Punkt, das ist nämlich public item builder set display name. So, das ist dann string display name. So. Ups. Schon ein großes geschriebenes String Display Name, und dann ist es this.meta.setDisplayName Display Name und dann return this. So, hier seht ihr schon, wir nehmen jetzt diese Meta. Warum das Ganze? Die Meta wird am Ende bei unserem letzten Aufruf erst gesetzt, weil so können wir die ganze Zeit Meta setzen auf diese Item Meta, die ja aus unserem Item generiert wurde, und am Ende setzen wir die drauf, damit die dann halt übergeben wird.
So, das machen wir jetzt so. Jetzt müssen wir nämlich noch eine neue Methode machen, nämlich Public Item Stack. Und die heißt Build. Das ist unsere Methode, um sozusagen unseren Item Stack zu bauen. Hier muss nichts übergeben werden. Hier müssen wir nur Folgendes machen: this.item, this.item.set itemMeter und dann this.meter. Damit setzen wir unsere itemMeter und am Ende return this.item. So. Und das ist halt auch einfach alles schon, was wir brauchen. Das heißt, am Ende wird einfach aus dem Item, was hier hinterlegt ist, was wir die ganze Zeit verändert haben, einfach das Item übergeben. Nur weil die Itemmeter ja parallel gespeichert werden muss und halt immer wieder geupdatet werden muss, haben wir es halt genau so gemacht. Ja, und so einfach ist das Ganze. Jetzt müssen wir halt prinzipiell nur uns mal einen Test-Comment schreiben. Den nenne ich jetzt einfach Item. Dafür machen wir einfach unseren neuen Comment-Executor. In diesem Fall nehmen wir den Item-Comment. So, und hier machen wir einfach Implements-Comment-Executor. Ich hoffe, dass ihr jetzt das alles schon hier mit dem Comment-Executor wisst. Wenn nicht, oben ist jetzt nochmal eine Infocard, da könnt ihr nochmal in das Video schauen, da erkläre ich nochmal, wie ein Comment-Executor funktioniert. Und hier machen wir einfach Comment-Sender-Sender, Comment-CMD, String-CMD-Label und am Ende String-args. Return in diesem Fall true, weil ansonsten kriegen wir halt unseren Comment wieder zurückgegeben. Und da müssen wir halt Folgendes dann auch machen: if in Klammern Sender Instance of Player. Das heißt also, unser Comment-Sender ist ein Spieler. Dann müssen wir das hier übergeben. In diesem Fall Player. Player ist gleich in Klammern Player Sender. So. Damit haben wir jetzt sozusagen unseren Spieler. Und jetzt machen wir einfach Folgendes: Player.getInventory.addItem. So, dann müssen wir hier einmal ein Item-Stack machen. Damit das aber jetzt erstmal funktioniert, müssen wir einfach New Item Builder machen. Weil hier Eclipse mich jetzt einmal das importieren möchte. Genau so, New Item Builder. Und jetzt geht das halt, müssen wir halt hier einmal das Material übergeben. Nicht Material. Wir machen jetzt mal ein Sword. Ich nehme jetzt mal ein Diamond Sword. Diamond Sword. So. Da machen wir jetzt ein Enchantment drauf, nämlich Add Enchantment. Und da ist das in diesem Fall Enchantment. Knockback. Dann Level machen wir jetzt mal 1. Und dann machen wir Punkt Set Display Name. Display Name machen wir mal hier und C. Dies ist ein Test. Dann machen wir Punkt Set Amount noch. Dann machen wir jetzt nämlich hier mal 2. Punkt Build, damit wir das Ganze gebaut. So, damit das Ganze jetzt ein bisschen übersichtlicher ist, trage ich das jetzt einmal auf. Wir können das nämlich so untereinander schreiben. Das kann Eclipse so verarbeiten, beziehungsweise am Ende euer Compiler. So, und dann könnt ihr nämlich jetzt das halt einmal übersichtlich hier sehen, was ihr nämlich genau gemacht habt. Ich mache das mal so, dass ich den hier ein bisschen voreinrücke, dann sieht man es genau. Wie gesagt, Einrückung habe ich jetzt so gemacht, damit man es besser sehen kann. Und ihr seht jetzt schon, wir haben jetzt einen neuen Item-Builder aus dem Diamond Sword mit einem Enchantment Knockback. Das ist ein Test als Titel und Amount 2. Das Ganze wird gebaut. Und dann kriegt der Spieler es gesetzt. Jetzt müssen wir halt nur noch unseren Comment Executor registrieren. Das kennt ihr ja schon. Das heißt, wir machen in diesem Fall tutorial.m.getComment. Dann in diesem Fall item set executor new item comment. Dann müssen wir den einmal importieren. So. Und jetzt gehen wir noch einmal auf die Plugin-YML. Und hier machen wir einmal den Comment rein. Und damit sind wir dann auch schon fertig mit unserem Comment. Wir sehen uns dann jetzt in-game. So, hier nochmal ein kleiner Nachtrag meinerseits. Dadurch, dass wir hier unten ja Items at Item Meter machen, überschreiben wir die Item Meter, in der auch halt das Enchantment gespeichert wird, mit unserem Item at Enchantment. Dadurch funktioniert das Enchantment nicht. Hierdurch muss ich einmal kurz eine Sache ändern. Das ist nämlich relativ einfach. Wir müssen das stattdessen hier this.meter.addEnchant machen. Hier können wir auch das Enchantment übergeben, das Level. Und am Ende kommt ein Boolean, den wir übergeben müssen, ob wir das die Level halt Richtlinie von Bucket bzw. Minecraft übergehen wollen. Das heißt, wir können dann auch unendlich Level machen. Da ich das aber eigentlich, glaube ich, sinnvoll finde, dass das standardmäßig immer überschrieben werden kann, machen wir es einfach auf True. Dann können wir halt das so überschreiben. Dann entferne ich einmal das Alte und damit ist das Ganze jetzt auch fertig und dann sehen wir uns jetzt im Game. So, und nun befinden wir uns auch in-game. Jetzt gebe ich einfach slash item ein. Damit kriege ich jetzt sozusagen unser Schwert mit diesem, dies ist ein Test, das ist ja der Display-Name mit Knockback 1 und halt mit dem Abound 2.
Und so könnt ihr euch jetzt sozusagen standardmäßig eure Items bauen mit diesem Item-Builder. Ich werde nochmal einen zweiten Part auf jeden Fall demnächst nochmal auflegen, wo ich noch so ein paar weitere Sachen erkläre, wie zum Beispiel, dass wir Listener und sowas darauf hinzufügen können. Das ist dann noch ein bisschen komplizierter, deswegen ziehe ich das in den zweiten Teil. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr dann auch nichts wieder verpasst. Ansonsten würde ich mich natürlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, über Kommentare freuen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.